SLS GmbH ist keine Werkstatt. Die gezeigten Arbeiten, die wir selbst an unseren Fahrzeugen vornehmen, sind lediglich Erfahrungsberichte und könnten Fehler beinhalten. Sie sind daher nicht als professionelle Anleitung zu verstehen. Aufträge können leider nicht entgegengenommen werden. Moin, ich bin Nils von SLS und heute verbauen wir mal einen Holzstreifen-Ziersatz für das 107er Armaturenbrett. Wir haben uns hier mal einen gebrauchten Zierleistensatz besorgt, der auch schon einige Schäden aufweist. An dem werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, wie gut das sich verarbeiten lässt. Bei unseren Armaturenbrettarbeiten am USA 380 SL lagen diese Chromgussleisten zur Bestückung vor. Der Mittenzierstab hier ohne Schiebeschlitz für den Luftklappengriff mit drei Elektroschaltern und in der Ausführung Zebrano-Holz. Die Ersatzhölzer kommen ohne die Chromgussträgerteile und auch ohne Kleber, aber beinhalten eine Alulage. Der Hersteller warnt vor Nachbiegeversuchen. Bei montiertem Armaturenbrett wäre diese Arbeit kompliziert. Schwacher Klebeandruck und störende Teile wie das Handschuhfachschloss könnten problematisch sein. Die Originalhölzer haben auch eine Alu-Zwischenlage. Unten sieht man den Stiftfortsatz für die versteckte Armaturenbrettmontage. Mehr dazu in unserem Video über die Armaturenbrettkomplettierung vor dem Einbau ins Auto. Alternder Klarlack verursacht das Ergrauen der Holzfärbung und platzt beim Schalterausbau gern ab. Los geht's mit dem Ablösen der alten Hölzer. Sieht aus, als hätten die das mit doppelseitigem Klebeband festgebackt. Die waren offenbar mit so einer Art doppelseitigem Klebeband befestigt. Hat ja lange gehalten scheinbar. Das hat auch etwas aufgetragen. Ich habe jetzt hier mal die beiden Neuteile. Und wenn ich die jetzt hier mal einlege, dann wird man schon sehen, dass die in diesem Steg doch eher versenkt sind. Das war bei den anderen nicht so. Hier sieht man, dass das eigentlich bündig abschließt mit den beiden äußeren Stegen. Jetzt ist da natürlich auch noch keine Klebemasse drunter. Wir wollten eigentlich ursprünglich Sattlerkleber dafür verwenden, um das zu befestigen. Vielleicht greifen wir jetzt doch zu doppelseitigem Klebeband. Haben wir auch hier, damit wir eventuell diesen Höhenunterschied wegmachen können. Als erstes probiere ich aber mal, die Schalter wieder einzusetzen, damit wir einen genauen Abstand haben, ob die auch wirklich da einrasten, bevor wir das irgendwie festpacken und dann geht gar nichts mehr. Zum besten Probepositionieren beginne ich zwischen den eingesetzten Schaltern. Super Sache. Also nehmen wir Sattlerkleber. Ja. 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 Nach dem Anschauen der testweise eingesetzten Hölzer fiel unsere Entscheidung dann doch
auf Kontaktkleber anstelle doppelseitigem Klebeband. Zu dickes doppelseitiges Montageband könnte die Leisten vorstehen lassen und in dieser Kfz-Anwendung wollen wir nicht auf Haushaltsklebeband setzen. Das sieht aber ganz gut aus. Das ist wie dafür gemacht. Hier ist es ein bisschen. Das ist aber scheinbar nicht ganz sauber gearbeitet. Jetzt haben wir die Teile, die wir gestern beklebt haben, mal über Nacht liegen lassen mit Schraubzwingen dran. Das letzte Teil liegt hier noch. Das ist der Zierstab vom Handschuhkastendeckel. Bei den übrigen Teilen sind wir vom Ergebnis wirklich zufrieden. Die Passung war gut und das Finish ist eigentlich auch sehr schön. Es ist ein bisschen bedauerlich vielleicht, dass bei den Teilen kein Kleber dabei ist. Wir haben uns jetzt mit Sattlerkleber beholfen. Das hat ganz gut funktioniert. Vielleicht nimmt jemand anderer auch irgendwie doppelseitiges Klebeband. Schreibt gerne mal einen Kommentar. Wir sind auch gespannt. Der Weisheit letzter Schluss muss das ja nicht gewesen sein. Jedenfalls können wir sagen, vom Ergebnis kann man verarbeiten, sieht gut aus. Und wenn man auf ein bisschen weniger Patina steht, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Und das hier kam dann später. So sieht es dann im Wagen aus, aber im Einzelnen zeigen wir das im Video zum Einbau des Armaturenbretts. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!